Stunde und 6 Minuten. 6:4 und 2:3 aus der Sicht von Mari Piers. Die steht im Hintergrund. Aufschlagen wird Conchita Martinez bei diesem Spielstand. Und wir haben es bislang schon gehört. Die zwei, die kennen sich nun wirklich. 11 aufeinandertreffen. In diesem Jahr zuletzt in Amelia Island. Also die wissen genau, was sie voneinander zu halten haben und was sie vor allen Dingen machen müssen. Der Wind hier auf diesem etwas kleineren Platz ein bisschen böiger als auf dem Center Court. Und sie hatten beide ihre Probleme damit. Und das ist die Taktik von Mari Piers, eindrucksvoll bestätigt. Sie attackiert hier jeden Aufschlag der Spanierin, denn diese Aufschläge sind nun wahrlich nicht die härtesten. Oft platziert mit einem leichten Seitschnitt, so wie hier auch wieder. Aber da kann eine Powerspielerin wie Mari Piers richtig Druck machen nach diesem Aufschlag. So auch hier und wieder eine ganz, ganz enge Situation für Conchita Martinez. 0:30 in diesem zweiten Satz. Gut besucht der Platz M1. Nicht nur der Center Court gefüllt hier in Hamburg. Auch dieses Match interessierte die vielen, vielen Tennisfans in Hamburg heute. Und sie war sehr, sehr geduldig, die Mari Piers heute. Gegen Conchita Martinez spielte anders als Andrea Glas gestern zum Beispiel im dritten Satz. Geduldig ihre Ballwechsel zu Ende schickte die Spanierin links, rechts und wartete dann auf eine Chance wie diese eben zum direkten Punkt. Alles richtig gemacht, vielleicht beim ersten Volley, den sie als Halbflugball nehmen musste. Nicht ganz vorgerückt ans Netz, aber sie wusste, das ist das Rezept gegen Conchita Martinez, die die Bälle nur zurückbringt. Was heißt hier nur? Das ist gar nicht so schlecht, was sie da auf Sand spielt. Das hat sie in vielen, vielen Sandplatzturnieren bewiesen. Spielte zum Beispiel nie schlechter als das Achtelfinale bei den French Open in Paris. Und so eine, die kennt sich aus auf diesem Belag und weiß, was sie machen muss. Und sie ist vor allen Dingen immer gefährlich. Auch das hat man gestern gesehen im Match gegen Andrea Glas, die als fast schon Siegerin auf dem Center Court aussah. Und dann schlug Conchita Martinez zurück. 3:3 in diesem zweiten Satz nach einem 1:3 Rückstand für Mari Piers. Ganz locker und leicht gespielt. Sie hatte einen Lauf, Mari Piers, in dieser Phase des zweiten Satzes. Ich habe es erwähnt, 1:3 lag sie zurück zu Beginn. Und jetzt ist quasi jeder Schuss ein Treffer. 40:0, 3 Spielbälle zum 4:3. Out. 40:15. 40:15. Ganz knapp im Aus der Ball und der Blick von Mari Piers, der ging rüber zu Michael de Jong, ihrem Trainer. Der saß auf der gegenüberliegenden Seite und wenn der den Kopf schüttelt, dann glaubt sie es. Ganz, ganz knapp hinter der Linie, keine Diskussion, Team diesmal.
40, 30. 40, 30. Und der segelt ins Aus. 6 zu 4 und 4 zu 3. Alles sah nach einem Sieg für Marie Pierce aus in dieser Phase des zweiten Satzes. Sie haben unterschiedliche Ziele, die beiden, die seit 10 bzw. 11 Jahren auf der Profitour spielen inzwischen. Conchita Martinez, sie möchte wieder unter die Top 10 der Welt, ist abgesackt auf Platz 19 im Moment. Und sie hat Probleme mit der Konstanz in ihrem Spiel. Das ist ihre große Stärke, die Bälle immer wieder im Feld zu platzieren, geduldig an der Grundlinie zu bleiben und die Gegnerinnen die Fehler machen zu lassen. Marie Pierce hat dagegen ein ganz, ganz großes Ziel. Nummer 1 möchte sie werden. Sie war schon mal die Nummer 3 der Welt, im Moment auf Position 8 geführt. Und bei diesem Ziel, da hilft ihr vor allem einer. Roberto Alomar heißt der gute Mann. Er ist der Star der Baltimore Orioles. Ein Baseballspieler, mit dem sie seit geraumer Zeit zusammen ist. Seit dieser Zeit lebt Marie Pierce auch in Baltimore. Und seither geht es ihr gut, sagt sie. Und sie spielt wieder besseres Tennis. Die direkten Punkte von Conchita Martinez halten sich in Grenzen, natürlich am meisten mit ihrer Vorhand, die sie überrissen spielt und dann ab und an auch mal schnell machen kann durch das Einsetzen des Handgelenks. Aber so viele direkte Punkte wie Marie Pierce wird sie sicherlich nicht machen in diesem Match. Und jetzt muss sie erstmal aufpassen, dass sie ihren Aufschlag durchbringt und dran bleibt zum möglichen 4 zu 4 in diesem zweiten Satz.40-15, 40-15. Conchita Martinez glich aus zum 4 zu 4 und die Partie zu diesem Zeitpunkt absolut offen. 4 zu 1 führte Marie Pierce im ersten Satz. 4 zu 4 stand es zwischenzeitlich und dann gewann die Französin den ersten mit 6 zu 4. 1 zu 3 lag sie zurück in diesem zweiten Satz, in dem wir uns jetzt befinden. 35 Minuten gespielt und jetzt steht es 4 zu 4, also ein Auf und Ab. Und die Frage, ob die Weltranglisten achte dieses Spiel hier ungefährdet nach Hause bringen konnte.
Lange Konzentrationsphasen bei Marie Pierce, das kennt man vor dem Aufschlag, das dauert immer richtig lange. Und für Spielerinnen wie zum Beispiel Steffi Graf, die möglichst schnell den nächsten Ball spielen möchte, ist das immer wieder eine Tortur. Da deutet sie den Ballwurf an, blickt nochmal rüber zu ihrem Trainer, macht nochmal einen Probeschwung und dann geht's los. Sie wirkt sehr, sehr konzentriert, willensstark und so, als würde sie wirklich hier ein großes Ziel verfolgen, würde ein bisschen konzentrierter ihrer Arbeit nachgehen, Marie Pierce. Kleines Lächeln huscht ihr da über die Lippen, dass sie den ersten Überkopf vielleicht nicht gleich getötet hat. Aber auch das gehört dazu. Nicht volles Risiko, ausplatzieren den Ball und vor allen Dingen, wenn es dazu kommt, den zweiten nochmal konzentriert angehen und versenken. Wirkt fast ein bisschen wie in Trance, völlig konzentriert, den Blick richtig starr auf den Boden gerichtet, als wolle sie sich von nichts und niemandem ablenken lassen hier bei diesem Turnier, das vielleicht ein kleines Mosaiksteinchen ist auf dem Weg zum Tennisthron. Und der Weg wird schwer für eine, die lange nicht ihr bestes Tennis gespielt hat und die es jetzt natürlich mit den jungen Wilden dann auch zu tun bekommt, mit Venus Williams, mit Anna Kournikova, mit Martina Hingis, die man natürlich nicht vergessen sollte. Aber sie ist gewillt, diesen Kampf aufzunehmen und ich habe es gesagt, ihr Freund Roberto Alomar, der ist dafür sehr entscheidend. Ein richtig guter Baseballspieler. 6-mal in Folge hat er den goldenen Handschuh in Amerika in der National Baseball League erhalten und das ist viel mehr wert in Amerika als ein Wimbledon-Sieg anderswo. Und der hat sie dazu gezwungen, hat sie gefragt, was willst du wirklich? Willst du noch einmal angreifen? Willst du die Nummer 1 werden? Nein. Dann musst du auch was dafür tun. Und seither trainieren sie zusammen, bereiten sich richtig gut vor auf die Turniere. Und sie nimmt sich vor allen Dingen ein bisschen mehr Pausen zwischen den Wettkämpfen. Hat auch ihr Privatleben geordnet, Vater Jim sozusagen ausgezahlt. Die Mutter und ihren Bruder fast aus dem Haus in Bradenton in Florida rausgeworfen, das Haus verkauft und jetzt nimmt sie alles selbst in die Hand, bucht angeblich sogar die Flugtickets selber. Vielleicht der richtige Weg für Marie Pierce auf dem Weg zurück. Jetzt muss sie beantworten, Conchita Martinez, was der richtige Weg ist. Zurück in dieses Match. Love that.
40. Ein bisschen zu passiv und vor allen Dingen zu fahrig und hektisch Conchita Martinez in dieser Situation. 0-40. Dreimal die große Möglichkeit für Marie Pierce. Yes, sir. Auf den zweiten Matchball souverän abgewehrt, besser geht's nicht. Aber einer bleibt noch für Conchita Martinez, die hier natürlich auch schon Großes vollbracht hat. 1995 hat sie hier am Hamburger Roten Baum gewonnen. Einen Rekord aufgestellt gegen Martina Hingis. 6-1, 6-0 hat sie die Schweizerin damals im Finale geschlagen. Das gibt's auch nicht mehr. Dritter Matchball Marie Pierce, pardon. Dieses zweiten Satzes beendet die Partie. Eine Stunde und 24 Minuten hat es gedauert. Küsschen links, Küsschen rechts. Und das Ergebnis heißt 6-4. Und 6-4 für Marie Pierce, die damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale von Hamburg steht. Nach 1996, damals verlor sie, Ironie des Schicksals, gegen Conchita Martinez. Und jetzt trifft sie entweder auf Jana Novotná oder Barbara Schett, das wird sich zeigen im Verlauf des Turniers. Und sie ist glücklich hier. Marie Pierce hat es geschafft, das Halbfinale ein kleines Stückchen auf dem Weg zurück, vielleicht zur Nummer 1.